letztes Jahr April dabei und ich boxe, um meine Aktion abzubauen und halt auch für Wettkämpfe zu trainieren. Und der TSV ist wie eine große Familie, egal aus welchem Land du kommst, ob du unsere Sprache sprichst oder nicht. Alle Altersklassen, die sind alle herzlich willkommen und auch Mädchen zu boxen. In letzter Zeit finde ich sehr dabei. Ist auf jeden Fall wie eine Familie halt. Ich bin der Maurice, das ist Adrian und das ist Vadim. Ich bin 10 Jahre alt und boxe seit einem Jahr. Mein großer Wunsch ist halt mal Hessenmeister zu werden. Ja, ich bin der Benno, ich boxe seit ungefähr 8 Jahren. Und zum Vorwurf, dass man hier Straßenkämpfer ausbilden würde oder so. Ich halte das alles für ziemlich aus der Luft gegriffen, weil ich mir denke, jemand, der sich auf der Straße prügeln will, der braucht dafür nicht in den Boxverein zu gehen oder so. Und ich denke, hier werden den Leuten eher so Sachen wie Disziplin vermittelt und Miteinander. Und dieses Miteinander, gerade in Sportvereinen, finde ich auch, gerade wenn es um Integration geht, super gut. Die Leute kommen hier hin, man hat ein gemeinsames Gesprächsthema, in diesem Fall ist es das Boxen und ja, Vereinswesen für die Integration. Man kommt mit den Leuten zusammen und man lernt die Sprache und ich denke, das ist eine ganz gute Sache. Hallo liebe Leute, ich heiße Abuzar, ich komme aus Afghanistan. Seit ein Jahr bin ich in Deutschland gekommen und seit 6 Monaten ich bin in Korbach Boxing gemacht und ich freue mich, bei euch dabei sein und gefällt mir in Deutschland. Hi, ich bin der Mario, bin 28 Jahre alt und bin Profiboxer. Ich bin seit 16 Jahren hier im Verein und hier spielen Nationalitäten keine Rolle. Die Jungs, die hierher kommen, können ihre Gewalt oder ihre Aggression in die richtigen Bahnen lenken und können sich hier an einem Partner messen und das alles im fairen Bereich. Hi, ich bin Yannick, bin 23 Jahre alt und jetzt seit knapp 3 Monaten beim Boxen. Ja, also gut, wir haben hier einen großen Anteil an verschiedenen Nationalitäten bei uns im Boxkurs. Ist auch kein Problem damit, ist schön zu sehen, dass auch frisch eingewanderte Leute sich hier gut integrieren können. Wirklich, hier ist einfach, im Ring ist jeder Mensch Mensch. Da gibt es keine Nationalitäten, da ist es egal, woher du kommst, im Winter, was für ein Landesgrenzen du bist.